Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Schaut mal, wen ich dabei habe. Die KK, die macht heute das, was ich normal in meinem Trainingsplan mache. Und morgen mache ich das, was sie immer macht. Das kommt auf zwei unterschiedliche Videos. Deswegen seid mal gespannt. Jetzt fangen wir erstmal an mit Bergsprints. Hast schon Bock zu, oder? Auf jeden Fall. Und danach geht's noch ins CrossFit Gym. Let's go! Eins von zehn. Fünf von fünf. Was macht der Puls? 160. Ja, bei mir ist das jetzt Grundlage hier. Nee, ich bin richtig am Aufkotzen, Alter. Uiuiui. Das geht schon rein. Das geht schon ordentlich rein. Weiter geht's. Warm-up erledigt. Ab geht's zurück. Let's go. Resümee nach dem ersten Workout. Was sagst du? War schon hart, auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Aber ich kam mir irgendwann vor, als würde ich mich gar nicht mehr fortbewegen. Ab dem vierten Sprint habe ich gedacht, okay, jetzt Steckentempo angesagt oder so. Aber ich habe natürlich Gas gegeben, aber war schon cool. So, Frühstück, ich bin schon fertig. Kraft tanken. Und dann geht's zum Cross. Mit was willst du starten? So. Deadlifts. Läuft die Uhr, läuft das Dingen. So, wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier im CrossFit Retimo und es wird das zweite Workout geballert. Was übrigens endgeil hier ist, das Studio oder das CrossFit Gym. Ja. Wir fangen an mit ein bisschen Kraft, das heißt wir haben Deadlifts, einfach auf Weight, sodass wir 5 Wiederholungen gerade noch so schaffen. Danach kommt ein Workout mit Tire Flips, Muscle Ups. Ich habe meine Riemchen dabei. Und Toast to Bars. Und dann machen wir einen Workout mit Schwimmen. Das verraten wir gleich, aber ganz am Ende erst. Es sind übrigens 35 Grad draußen. Ich als dein Trainingspartner. Push dich ja heute auch, deswegen, hier wird nicht rumgeflext mit zu wenig Gewicht. Rumgeflext mit zu wenig Gewicht. Komm, jawohl! Wenn du ein Killer bist, komm! Einen noch, aus den Beinen. Vorspannung, gib ihn!
Buh. Komm, 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 komm. Hast du, hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Stark. Sehr gut. Das ist meine Frau. Krass, wie stolz. Jawohl. Haben wir gleich. Zum Workout. Wir machen 15 Kalorien Airbike, 6 Bahnen Schwimmen und dann machen wir 10 Devil Presses. Davon machen wir 5 Runden und dann ist Feierabend. Okay? Als Finisher. Mhm. Bist du bereit? Nice. Sah anstrengend aus. Ja, ich würde sagen, also bei Assault Bike, hätte ich mich auch abschießen können, da wäre ich gar nicht mehr ins Becken gegangen. Aber das ist das Problem, aber ist diese Abwechslung. Dass du auf einmal diese Atmen auch wieder hast beim Schwimmen. Ja, ja. Dann zwischendurch die Kraftübung mit den Devil Press. Und hier mit dem Rutschen auch, ne? Das genau. Muss man noch mehr gegensteuern. Ja. Schon. Das war schon. Und man, aber ein geiles Ding. Ich meine, wann hast du die Möglichkeiten, ey? Ja, aber es ist koordinationsmäßig auch echt hardcore gewesen. Weil wenn du rauskommst, hast du Schwindelanfälle. Ja. So ein bisschen. Aber war Hammer. War Hammer! Mittlerweile ist es abends, der Tag ist vorbei. Und was sagst du? Thomas Kater ist schon da von den Sprints, aber es war mega geil. Also hungrig wie Sau jetzt gerade. Und man muss auch dazu sagen, KK hat alles mitgemacht. Alle Gewichte genauso wie ich genommen habe. Außer in Deadlifts. Und das ist schon echt mega stark. Also die Tire-Clips, keine Ahnung, wie viele Kilo das waren. Das war sehr, sehr schwer. Hat sie komplett durchgezogen, also von daher. Dankeschön. Stark. Ich bin gespannt auf morgen und auf den zweiten Teil. Wenn ihr das Video seht, dann wird es vielleicht ein bisschen dauern. Aber dann wird es auf jeden Fall sehr spannend, wie ich mich schlage bei deinem. Bleib dran.